Schönen guten Morgen und Start aus dem Stubaital. Ja, Lockdown Volume 2 in Österreich. Das heißt Back to the Roots. Back to the Roots für uns heißt das zurück zum Radl. Skigebiete haben geschlossen, Wirtshäuser haben geschlossen. Es ist relativ ruhig geworden. Ja, ich habe mir gedacht, da mache ich auch was Ruhiges. Gemütlicher Herbst da. Am Beginn vom Stubaital an der Südseite. Ist wirklich wunderschön da drinnen. Heute ein Traumtag der Wuschen. Gestern war es auch schon wirklich extrem mit starkem Nebel jedoch. Und heute, wie man sieht, ist das wirklich eine Traumaussicht schon in der Früh. Ich bin heute allein. Ja, hat sich einmal so ergeben. Die Petra kriegt neue Zehen. Die Wiki ist in der Arbeit. Irgendwann muss sie den Spaß ja finanzieren. Und ich habe das Glück, dass ich mich jetzt aufkämpfen werde. Kann ich mir selber zuwinken. Ich glaube, es sind ein paar hundert Höhenmeter auf Straße, 600, 700 und danach muss ich tragen. Huckerbike ist dabei, Motivation ist auch relativ groß, wundert mich. Es ist doch schon, jetzt 5. 6. November so. Ja, aber das Wetter ist noch mit top, Gott sei Dank. Und das muss ich einfach ausnutzen. Also, dranbleiben, heute gibt es eine Solo-Veranstaltung. Hier bin ich auch. Da geht es ganz schön auf. Also, das merkt man schon. Die Neigung, zwar sichtbar ist nicht, weil das lange Kurven sind, lange gerade dazwischen, aber man merkt es halt. Auf jeden Fall, beim Auffahren immer wieder super Platz, so wie da, wo man einfach Weitblick ohne Ende schon hat. Und ich bin ja gar nicht so hoch herum, also sehe ich ihn gesehen. Zum Fahren geht es jetzt noch super, bin einem Wanderer begegnet. Ja, und das war es eigentlich. Unten war eine Baustelle. Es ist absolut nichts los. Es ist schon faszinierend oder schon Wahnsinn, wie das jetzt alles seine Wege geht. Das mit diesem Virus, das ist unvorstellbar. Und wir haben heute auch relativ viel auslassen müssen. Wieder verschirmen, dann doch probieren und sehen, dass es nicht geht, weil die Auflagen stark waren. Oder du in einem Land nicht kennen hast oder nicht so lange bleiben hast können. Echt schade, alles miteinander. Aber nichtsdestotrotz, jetzt zeigt sich der Herbst im November nochmal von so einer goldenen Seite. Für mich geht es jetzt da Fische. Jetzt muss ich mal das Display von der Kamera schalten. Genau, und dann muss ich da noch rauf, bis auf das Joch. Und von dem Joch ist dann, ich glaube, 300 Meter auf dem Gipfel rauf. Also überschaubar, Temperaturen, T-Shirt-Wetter, richtig cool. Komplett windstill, wirklich ein Wahnsinn. Unten hängt noch krasser Nebel im Winter. Das, wenn man jetzt da rausschwenkt, das sieht man da vorne noch. Da ist alles Nebel, also eine komplette Schicht. Da hat es jetzt aufgerissen. Und ja, freue mich jetzt dann schon, wenn ich ein bisschen mehr sehe und ich mehr sagen darf. Also bleibst dabei. Ja, jetzt geht es tragend weiter. Und einfach faszinierend, der Herbst. Ich finde es wirklich voll schön da. Wenn man das sieht, also absoluter Traum. Und den Trail kenne ich ja schon, einer von meinen Highlights da drinnen. Und es ist wirklich nur noch edel. Ober der Baumgrenz, das heißt knapp auf 1900 bei uns. Und wenn man sieht was. Also die Aussicht wird dabei weitsichtiger und man hat voll den krassen Überblick, ein ganzes Stubaital, Wippteiche und für mich geht es jetzt da noch weiter. Kurz da wieder mal ein Stück vorne und schirmen und da hinten oben ist dann der Gipfel. Da geht es relativ steil vorne rauf, schwierig aber machbar und dann wäre sicher einen satten Ausblick haben aufs Inntal. Kirchteil zurück, Sell rein. Das Unterland euch werden wir auch ein bisschen was sehen schon, der Nebel der hier ist und halt Richtung Süden sowieso. Echt eine coole Sache. Schaut, dass ich halt allein bin heute. Ja, allein ist es auch mal eine coole Sache, aber halt mit Begleitung macht es halt mehr Spaß, wenn man einfach die Emotionen ein bisschen teilen kann. Und allein kostet zwar Juhitz und so, aber als Juhitz das kann man auch zurück. Ja. Nur gern was. Ich muss sehr froh sein, dass ich da sein darf
Und habe jetzt einen Wanderer getroffen, war total tief entspannt. Ein Quatsch mit ihm. Ein bisschen schon älter. Der wird es auch genießen in der Pension recht, oder? Und war aber gleich schon hier. Also, wenn wir rechnen, jetzt ist 10 Jahre dumm. Und der ist schon am Weg zurück. Welche. Also, Hut ab, ja. Starke Leistung. Also, auch gerade die älteren Semester nie unterschätzen. So, Gipfel herum bin ich, Uhrzeichen bin ich auch, gestern habe ich auch schon. Und ewig lang gequatscht. Ich habe einen Haufen Leute herum getroffen, war echt voll cool, voll nett. Und ich hätte jetzt bald vergessen, euch das Video machen. Es ist wirklich arschkalt, es geht auch in der Wind genau am Grad herum. Ich wollte schon früher euch fahren, es ist dann irgendwann wieder gekommen. Da habe ich mir etwas geredet und so, und dann wieder welche gekannt vom Blog, mit denen noch geredet. Und, aber jetzt ist es soweit, jetzt gibt es ein kleines Schwenkpanorama. Und es ist wirklich sehr, sehr cool herum. Also, Traumaussicht Richtung Inntal, Unterland, Eiche. Da vorne das ganze Wipp, da Eiche. Da vorne eine Stube, da das habst du nicht um. Da liegt das Radl. Genau. Da das Gipfelkreuz, die Bergdoll, schreien auch schon mal dumm. Und da Richtung Zugspitzen raus. Und das Oberland zu. Nein, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Danke mir voll, dass ich wieder rum bin. Und wir haben uns eine solche gefahren. Ich möchte natürlich mit. Jetzt werden jetzt ein paar Meter von irgendwo aufhören. Boah, es ist gerade so windig und kalt. Boah, grausam. Aber bringe ich alles hin. Letzte Pause gemacht. Auch die letzten Sonnenstrahlen, wo ich aufgestiegen bin, war die Sonne halt ungefähr da. So aufgegangen da raus. Jetzt geht es recht schnell. Es ist kurz Viertel nach drei. Also ganz lang spielen brauchen sie jetzt nicht, weil es wird jetzt dann auch dunkel gleich. Und ein bisschen Reserve muss man einkalkulieren. Genau, für mich geht es da jetzt solche. Die letzten Meter bis zu der Vorstraße rauf bin. Und dann fahre ich was hoch. Ja, freue mich schon richtig drauf, wäre eine richtig coole Sache.
Und krass, es waren noch voll viel Biker rum. Es waren dann, glaube ich, noch 4 oder 5 Radlfahrer da. Also, ja, echt cool. Gute Gedanken gehabt. Also, packen wir es an. Yeah.
Aber teilweise Wachs ausgewaschen. Da wären ein paar vorne, oder? Der war schon edel, ja. Der Schlüssel ist fürs Auto und das heißt, ich bin beim Auto gekommen. Ja, war richtig cool. Bekannten habe ich auch noch getroffen. Ich bin auch noch den letzten Drittel vom Dreh mit denen noch geschreddet. Echt coole Sache. Man darf es nicht unterschätzen. Es ist jetzt schon schattig und eigentlich komplett sonnig. Es geht jetzt richtig schnell. Und aber hat sich super ausgesehen, der Tag. Coole Sache. Mich freut es, dass ihr dabei wart. Kommentare unten dazu schreiben, Anregungen, Wünsche, Beschwerden etc. Schauen wir mal, ob wir es behandeln oder löschen. Spaß. Ja, morgen geht's weiter. Immer schauen, ob wir nach Italien nochmal fahren, von Friaul oder bei uns was machen. Vielleicht dann ja draußen 3000er mit dem Fetti oder so. Überlege ich mir jetzt noch, mache ich ganz spontan. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Danke fürs Dabeisein. Ciao.